mal alle Zuschauer, mein Name ist Martin, ich bin Mitgründer des Vereins Ostersee. Wir befinden uns heute in der Hauptstadt, in Kiew, neben dem Maidan. Und hier auf dem zentralen Boulevard sind zerstörte, vernichtete russische Kampfpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge ausgestellt. Mit der ukrainischen Territoriumsfrage aus Nutzung auseinanderzusetzen. Das ist ein souveräner Staat und entsprechend hat die Russische Föderation hier nichts verloren und entsprechend wenig hat man diese Fahrzeuge hier im Land auch erwartet. Wir haben hier drei sogenannte Self-Propelled Bulldozers. Ein sehr anschauliches Beispiel von einem dieser T-72, die massenhaft auf das Territorium der Ukraine eingedrungen sind seit dem 24. Februar und natürlich auch schon zuvor im Donbass. Das ist ein typischer self-propelled Howeiser. Ich kenne das deutsche Wort gar nicht mal dazu. Was für eine Schande. Und man kann hier erkennen, das Geschütz ist riesig, also diese Einschläge hinterlassen die entsprechenden Folgen. Und sind natürlich sehr gefürchtet. Von Militärs und wie natürlich von der Zivilbevölkerung. Die Aufschrift Melitopol ist eine Stadt in der Saporischer Oblast, die sich momentan in Okkupation befindet. Ich war vor ein paar Tagen in Saporischer, in der Hauptstadt der Gegend. Die ist Gott sei Dank mehr oder minder in Sicherheit, aber befindet sich natürlich 40 Kilometer weg von der Frontlinie, weshalb natürlich Raketeneinschläge in örtliche Fabriken und Industriezonen keine Seltenheit sind auf jeden Fall. Bis dato haben wir mal schwere Kampfpanzer gesehen, Haubitzen. Ich mag das Wort self-propelled so gerne. Auf jeden Fall self-propelled bedeutet nichts anderes, als dass das keine Feldartillerie ist, die gezogen wird von einem Lastwagen, sondern eben die motorisiert ist, in der Regel auf einem Fahrgestell eines Panzers oder gepanzerten Truppenfahrzeugs. Krim zur Ukraine, die Krim, das ist Ukraine, das sehen wir auch so. Seit 2014 unter russischer Besatzung und durch ein offensichtlich nicht ganz gerade gelaufenes Referendum annektiert und integriert in den russischen Staatsapparat, unterschiedlich von der Donbass-Region, welche okkupiert wurde und wo eine örtliche Separatisten-Administration ausgerufen wurde, die das Gebiet momentan besetzt. Allerdings weiß jeder, dass dies mit der Unterstützung der russischen Föderation, der russischen Armee stattgefunden hat. Die Geschichte ist leider traurig, betrifft nicht nur die Ukraine, gibt ähnliche Szenarien in Moldawien und in Georgien auch. Gerne erzähle ich die Geschichte mal zum anderen Anlass. Great to see. We'll definitely remember. It's great. Yeah, and there are many other articles, yeah, that I published. So what was the about second? About Ukraine. What was the second conflict in between? You told us about Yugoslavia in 1999. And I can count also the Romanian Revolution in 1989. I was 15 years old at that time, but it was a kind of a civil war for a few days, and a lot of people died. I mean, I'm really sorry. Unfortunately, not a lot of Europeans do know about the history itself. I have been to Romania only for 3 days. Do I remember correctly that it was the very end of Ceausescu, right? Yes. Okay. 1989, it was the fall of the Ceausescu's regime, and it was very bloody. More than 1,000 people died in 5 days or something. You, good luck to you also. Would you join me just for 2 seconds? Yeah, of course, my friend. Salut, Romania. Hi. Der Kampfpanzer.
ein D72. Bis dato mal ausschließlich sehr, sehr schweres Gerät. Viel leichter wird es auch wahrscheinlich nicht. Sollte ich mich irgendwo getäuscht haben, bitte gerne um Kommentare. Ich bin kein Militärkorrespondent, ich bin kein Experte. Ich bin lediglich ein freiwilliger Volontär für Ostwestern. Hier ein wohl weiteres Turnierfahrzeug, man kann es erkennen. An der Krankenkonstruktion am Dach. Kommentare. Hallo. Hallo. My name is Cornelia. I'm like Ukraine. А ви звідки? Я з України. Яке місто? Кам'янець-Подільський. Живу на Подолі. Каріна Жвачка. А це Нікчук. Та Мікло. Добре, гарного дня. Взаємно. In drei Tagen Kiew erobern ist hier bestimmt nicht mehr die Rede. Wohl eher nach einem halben Jahr Kiew bei einer Ausstellung. Ich kann leider nicht erkennen. Ist aufgrund der Sicherheitslage sicher. Hier ein BMD. Dürfte schon ein bisschen eine fortgeschrittene Version sein von einem leichten. Also von einem gepanzerten Leichtfahrzeug, wenn das natürlich der richtige Ausdruck ist und bekannterweise oft im Einsatz von Spezialeinheiten. Ein weiterer BMD, das ist ein Modell aus der Reihe, jawohl, der Hamas BMD 2 Airborne Combat Vehicle. Also diese Fahrzeuge sind grundsätzlich von einem Flugzeug abwerfbar. Das mag man gar nicht meinen, aber es gibt falsche Vorrichtungen, die ein ganzes gepanzertes Fahrzeug tragen. Allerdings ist der Einsatz quasi in einem echten Gefecht limitiert, weil die fliegen dann doch einige Minuten über den Himmel. Und es würde ein leichtes Fressen sein für zum Beispiel so eine Flugzeugabwehrkanone. Den Rest versteht eh jeder selber. Aber bei militärischen Übungen in Russland kann man oft mal sehen, dass diese Fahrzeuge tatsächlich abgeworfen werden. Aber wie gesagt, die bisherigen russischen Militärkampagnen, die imperialistischen Militärkampagnen, haben das Gegenteil bewiesen. Weiteren BTR. Für den BTR markant sind natürlich die Bereifung so weniger, aber man kennt aus den typischen Nachrichtenfotos oben quasi auf der Hülle sitzen dann doch immer wieder Soldaten, zumindest dann, wenn es die Situation erlaubt. Diese Fahrzeuge hätten einfach möglichst schnell in die größeren Städte und administrativen Zentren kommen sollen und entsprechend Satellitenapparate aufzustellen, die mit Russland kollaborieren. Buchstaben V. Grundsätzlich weiß man ja, dass diese russische imperialistische Kampagne mit dem Buchstaben Z markiert ist. V ist ein kleiner Unterschied. Im Prinzip die barbarischen Absichten sind die gleichen. Allerdings dürfte das für einen Unterschied unter den russischen Streitkräften selber dienen. Denn offizielle Erklärung zu dem gibt es keine, aber man kann davon ausgehen, dass mit V-markierte Fahrzeuge Spezialeinheiten bzw. Den Fallschirmjägern angehören. Ich wusste gar nicht, was das für ein Fahrzeug ist und da steht es so. MTLB. Герои не вмирают. Helden sterben nicht. Für den Bruder. Also wenn man sich allein vorstellt, wir haben jetzt bestimmt über 10 Haubitzen gesehen. Wenn man sich da mal vorstellt, dass 10 solche Fahrzeuge mit deren Bewaffnung mal eine Salve abgeben, dann kann das kann ganze Dörfer auslöschen. Vielleicht nicht die Einschlagschäden selber, aber die Folgeschäden mit Sicherheit. Da braucht gerade was leicht Entzündbares, hochgehen bzw. Feuer fangen und so weiter. Und das Ausmaß an den Schäden kann man sich dann selber zusammenrechnen. Die typischen Flieger der russischen imperialistischen Armee verbrannt irgendwo im Felde oder
beim versuchten Sturm von ukrainischen Städten hier ist das Zelt schon gar nicht mehr erkennbar. Dann liegt ein Wirt. Ich denke nicht, dass diese Raketen hier verstaut werden. Ich danke jedem fürs Zusehen. Wir sind am Ende angelangt. Es werden definitiv noch ein paar Fotos folgen. Hier ein paar hundert Meter spaziert. Und ich denke, das ist nur ein Bruchteil davon, von dem, was hier in die Stadt einmarschieren hätte sollen. Dann ist es schon erschreckend. Und ich habe keine Zweifel an der imperialistischen Ambition von Russland. Und ich stehe zu 100% hinter der Ukraine. Assistance with Ukraine ist ein humanitärer Hilfsverein, der seit dem ersten Tag des Krieges aktiv Ukrainerinnen und Ukrainern in Not hilft. Wir organisieren durch ein professionell organisiertes Team die regelmäßige Überstellung und Distribution von humanitären Hilfsgütern aus Österreich in die Ukraine. Die Typen schauen aus wie der Kerl von Kalosch, vielleicht sind sie es auch. Ja, Victory. Victory. Перемога буде за Україною, так? Слава Україні! Супер, героям слава! Україна точно переможе, ми віримо в це.